Spotify, Netflix und Amazon laufen um die Streams ein Marathon. Zu viel Plastik in meinen Paketen. Frag mich, warum kann's nicht ohne das gehen? Spotify, Netflix und Amazon laufen um die Streams ein Marathon. Zu viel Plastik in meinen Paketen. Frag mich, warum kann's nicht ohne das gehen? Jeden Tag fährt ein Lieferdienst und er sorgt für den Abgasvertrieb. Über Spotify pumpe ich jedes Genre an verschiedenen Orten und das ohne Sorgen. Yeah, wo ich lang gehe, überall nur Plastik, weil man in den Müll schmeißt und dann nur den Rand trifft. Und so schließt sich der ewige Kreislauf. Also bück dich und heb deinen Scheiß auf. Hab ein Paket online bestellt. Für wenig Geld, ja, verschmutzt man die Welt. Nur mit einem Klick wird dir Plastik geschickt und du wirst noch nicht mal gefragt, ob du das willst. Die Welt, wie wir sie kennen, zersplittert vor unseren Augen. Unser Denken beherrscht die Toten. Lockdown. Und morgen? Was wird übrig sein? Was bleibt von allem, was da war? Wir leiden. Überall Unsicherheit und Einsamkeit, Frust, Existenzangst, Ausweglosigkeit. Was hat das Alleinsein nicht stark gemacht, so lange nachgedacht? Schlaflose Nächte, Angst gefühlt, das Licht nicht ausgemacht, mal wieder durchgemacht, kann man meine Grenzen. We need patience, we need loyalty, a never ending journey. A never ending journey. Künstler in ganz Europa durchbrechen Corona-Koller, Pandemie-Blues. Wir haben so viele Namen für das Gefühl, einfach nur noch schreien zu wollen. Aber wir haben auch die Kreativität, die unsere Welt heilt. Wieder mal ein bisschen, gemeinsam. Olá, eu acredito em ti. Tu tornas o mundo em um sítio muito melhor.
Adios. Do you know what I mean to? All the places I've been to, all friends that I made there, yeah. All the love that I found too. I could contact you places, see different kind of faces, and we always stick together, yeah. We make it through any weather. Egal ob Höhen oder Tiefe, Corona oder Kriege, ob schwarz oder weiß, wir sind doch alle gleich. Wir halten zusammen, denn der Sieg liegt in der Liebe. Das Internet trägt Wünsche, Grüße, Ideen weit hinaus über die Grenzen unserer jetzt begrenzten Welt. In dieser Situation, in der wir noch nie waren, bleiben wir stark. Werden wir innovativ, über soziale Medien kreativ. Wir spüren, wir sind Europa. Wir sind nicht allein. Vernetzt sind wir, trotz Distanz vereint. Freude, schöne Götter, Funken, Töchter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Schöner Götterfunke, doch auf der Aufsicht.